ein entweder nachgezogenes oder vorgezogenes Doppel. Ich weiß es nicht. Jedenfalls das einzige Doppel. Ansonsten laufen hier lauter Einzelrunden. Aber die beiden haben in der letzten Runde schon gespielt. Das habe ich nämlich auf Video. Also ist das eventuell vorgezogen, wie auch immer. Ja, guck mal! Cool. Den hat er richtig schön kredenzt. Schnäppchen. Der war wieder besser. Natürlich in diesem jugendlichen Alter auch viel Nervosität. Mentale Stärke ist ja, auch wenn man älter und erfahrener wird, eine ultra wichtige Komponente im Tischtennissport. Dafür sind diese Menschen noch zu jung. Ja, unglaublich viele Punkte, natürlich völlige Fehleinschätzung der Rotation, und das ist das zweite große Problem, dass man relativ spät lernt. Oder man hat es in die Wiege gelegt bekommen, oder man lernt es nie. 9-9. Komm an! Na danke. Dann Smetter Return, aber dann doch etwas zu hoch. Die Nerven beide Coache aufs allerhöchste strapaziert. Nur Krimi ist spannender. Aber das ist leider im Tischtennis sehr, sehr oft der Fall. Noch verstärkt durch die Elfersätze. Da ist ja jeder Ball ein entscheidender. Die glücklichen Gewinner. 2-3 zu 1, aber was will das heißen, wenn sie jetzt diesen Satz verloren hätten? Dann wäre wieder alles offen gewesen und kein Mensch weiß, wie es dann gelaufen wäre. Tischtennis an Spannung nicht zu überbieten.